Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Videodokumentation Stammdatenpflege Teile. In diesem Video wird die Artikelanlage, die Durchführung von Artikelersetzungen sowie die manuelle Bestandskorrektur erklärt. Im ersten Kapitel lernen Sie, worauf Sie bei der Artikelanlage achten müssen. Um einen neuen Artikel anzulegen, gehen wir in die Artikelliste und wählen Neu aus. Als erstes wählen wir den Markencode aus. Dies ist bei Mercedes-Betrieben für Nicht-Mercedes-Teile der Markencode MBATZ und wählen OK aus. Nun geben wir unsere Artikelnummer ein. Anschließend geben wir im Feld Beschreibung unsere Artikelbeschreibung ein. Und sollte eine längere Bezeichnung eingegeben werden, steht das Feld Beschreibung 2 zur Verfügung. Dieses wird auf den Belegen unter der Beschreibung angedruckt. Anschließend muss der Artikelgruppencode ausgewählt werden. Dieser ist wichtig für die Preisfindung im Verkaufsbereich und sollte bei den Fremdteilen immer der Rabattgruppe im Einkauf entsprechen. Wir wählen hier 20 aus, da wir den Artikel mit 20% Rabatt einkaufen. Nähere Informationen zur Funktion des Feldes Artikelgruppencode erhalten Sie in der Videodokumentation zu den Kalkulationen. Wird mit einem Regalnummernsystem gearbeitet, kann im Feld Regalnummer die entsprechende Regalnummer hinterlegt werden. Anschließend wechseln wir in das Register Fakturierung. Hier muss einerseits der Einkaufspreis eingegeben werden. Dies erfolgt in den Feldern Einstandspreis und neuester EK-Preis. Diese beiden Preisfelder sind bei der Anlage gleich. Das Feld neuester EK-Preis sowie auch das Feld Einstandspreis durchschnittlich verändern sich dann im Laufe des Artikellebens aufgrund der Einkäufe. Wir geben hier bei Einstandspreis 0,2 und beim neuester EK-Preis 0,2 ein. Verkaufsseitig muss der Verkaufspreis und der Listenpreis eingegeben werden. Bei beiden Preisfeldern handelt es sich um den Stückpreis exklusive Mehrwertsteuer. Gehen wir rein und geben 1,9 und 1,9 ein. Gibt es einen Artikel, bei dem generell im Werkstattbereich keine Entsorgungskosten berechnet werden sollen, muss hier das Feld kein Werkstattzuschlag angehakt werden. Ein typisches Beispiel ist die P57A Plakette. Das Feld keine Lagerführung wird nur bei Durchlaufartikel angehakt. Wird ein Artikel angelegt, ist dieses Feld nicht anzuhaken. Da jeder Beleg, der gebucht wird, direkt in die Buchhaltung gebucht wird, sind die Felder Lager und Produktbuchungsgruppe bei der Artikelanlage ganz wichtig. Bei der Lagerbuchungsgruppe handelt es sich um das Vorratskonto. Bei der Produktbuchungsgruppe handelt es sich um das Erlöskonto. Diese beiden Felder sollten immer stimmig sein. Wählen wir zum Beispiel die Produktbuchungsgruppe aus. Hier sind für den Teilebereich alle Gruppen, die mit T-Unterstrich beginnen, relevant. Für unseren Wunderbaum ist die Produktbuchungsgruppe T-ZUB passend. Da wir bei der Produktbuchungsgruppe T-ZUB ausgewählt haben, wählen wir auch bei der Lagerbuchungsgruppe T-ZUB aus. Die beiden Mehrwertsteuerfelder in der Mitte werden automatisch befüllt und sollten nicht verändert werden. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Lager- und Produktbuchungsgruppe Sie verwenden sollen, klären Sie dies bitte mit Ihrer Buchhaltung. Eventuell wird bei der Neuanlage auch gleich ein bestimmtes Dispo-Kennzeichen gesetzt. Dies erfolgt dann im Inforegister Bestellung. Bitte beachten Sie hierzu unsere separate Videodokumentation zur Teiledisposition. Mit OK schließen wir die Karte. Und ein separates Speichern ist nicht notwendig. Im folgenden Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Artikelersetzung durchführen können. Dazu klicken wir im
Navigationsbereich auf die Liste Artikelersetzung und wählen Neu aus. Im Feld Alte Artikelnummer geben wir nun unsere alte zu ersetzende Artikelnummer ein. Und anschließend geben wir unsere neue Artikelnummer ein. Über die Spalte Vollersetzung wird gesteuert, ob ein eventuell vorhandener Lagerbestand von der alten Nummer auf die neue Nummer übertragen werden soll. Wird der Haken nicht gesetzt, werden die beiden Artikelnummern zwar miteinander verknüpft, eine Umbuchung des Lagerbestands erfolgt jedoch nicht. Die Entscheidung kann pro Ersetzung erfolgen. In unserem Beispiel wählen wir Vollersetzung aus. Anschließend muss die Ersetzung noch freigegeben werden, bevor sie durchgeführt werden kann. Dies erfolgt über den Haken des Feldes Stammdaten bearbeiten. Mit Klick auf die Schaltfläche Ersetzung durchführen im Aktionsbereich und bestätigen mit Ja wird die Ersetzung durchgeführt. Nach erfolgreicher Durchführung erscheint eine Bestätigung, die mit OK geschlossen werden kann. In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie eine bereits durchgeführte Ersetzung wieder rückgängig machen können. Wir befinden uns bereits in der Artikelliste und filtern nun auf die beiden betroffenen Artikel. Anhand des Ersetzungsstatus ist ersichtlich, welche Teilnummer die alte und welche die neue ist. Der Ersetzungsstatus ist ersetzt zeigt, dass es sich um die Vorgängernummer handelt und der Ersetzungsstatus Ersatzartikel kennzeichnet die Nachfolgenummer. Wir öffnen nun die alte Nummer mit einem Doppelklick. Über das Menü verknüpfte Informationen, Artikel, Ersetzungen, zurücksetzen auf Neutral. Sollten Sie das Menü häufig benötigen, wird empfohlen, es in den Aktionsbereich zu integrieren. Die folgende Abfrage bestätigen wir noch mit Ja und die Verknüpfung der beiden Artikel wurde gelöst und der Ersetzungsstatus steht wieder auf Leer. Im letzten Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine manuelle Bestandskorrektur durchführen können. Dazu wählen wir den Menüpunkt Artikel Buchblätter im Navigationsbereich aus. Mit einem Doppelklick öffnen wir das Standardbuchblatt. Schon befinden wir uns in der eigentlichen Maske für die Umbuchungen. Über die Spalte Postenart wird definiert, ob die Buchung den Lagerbestand erhöht oder vermindert. Bitte wählen Sie hier nur die Optionen Zugang oder Abgang. Wir wählen in diesem Fall einen Abgang aus. Anschließend geben wir eine Artikelnummer ein und bestätigen diese mit Enter. Als nächstes geben wir noch die Menge ein und bestätigen die Enter-Taste. Der Preis wird aus der Artikelkarte gezogen und entsprechend vorgeblendet. Es können nun beliebig viele Zeilen eingegeben werden. Weiters kann auch zwischen Zugang und Abgang gemischt werden. Ist das Buchblatt vollständig gefüllt, wird es mit Buchen und Drucken verbucht. Die folgende Abfrage ist wieder mit Ja zu bestätigen. Hier bestätigen wir noch mit OK. Und es wird empfohlen, die manuellen Umbuchungen auszudrucken und die Ausdrucke mit einem kleinen Vermerk abzulegen, um eine bessere Nachvollziehbarkeit zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nun haben Sie ein grundlegendes Wissen über die Stammdatenpflege für den Bereich Teile in der MyEngine.